Hallihallo, ja, grüßt euch. Ja, sehr überraschend, sehr, sehr, sehr überraschend, genau. Ja, heute geht es wieder weiter mit Chat Echoes. Ach, das ist ja letzte Woche ausgefallen. Und ja, wir werden heute wieder so ein bisschen Nebenquests machen. Und dann. Ja, super, danke, 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 Wolfi. Computer sagt nein. Oh. Ich hab, nein, 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 nein. Ich habe auch ein neues Spiel gemacht. Ah. So. Genau. Wir haben zuletzt diesen Fight hier versucht. Aber das war nichts. Ich will das jetzt mal probehalber einfach mal was testen. Indinus. Oh, danke schön. Ja, das Spiel ist super. Ich wollte. Also, du bist ja noch sehr viel weiter. Bist du mittlerweile durch bei Chained Echoes oder? Ach so, ich bin weiter als du. Okay. Ja, nee, ich dachte, du wärst weiter als ich. Ja, nee, dann ist okay. So. Oh, ich muss gerade noch mal was machen. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mal so das hier einmal schließen. Aus der Stadt am Anfang raus. Ah, okay. Ja, verstehe. Hey, Tarin, grüß dich. Ja, Wolfi, dann bin ich. Ich hoffe, dass du endlich Ruhe hast. Ja, dass du da endlich Ruhe hast und dieses Kapitel abschließen kannst. Ja, danke, Indinus. Danke, dass du reingeschaut hast, Mensch. Das freut mich riesig. Mega, danke dir. So. Wir machen jetzt erst einmal. B-b-b-b-b-b. Und sonst alles gut bei euch, Mensch. Wie geht's euch denn? Aki ist ja auch da, habe ich gesehen. Hi, Soge. Na, grüß dich. Oh. Das hat sich nicht verbunden. Ja, warte, es kommt gleich. Hä? Das hat sich nicht verbunden. Stream Avatars hat sich nicht verbunden, das ist nicht mein Fehler. Also ja und nein. Was waren die denn? Die waren schwach gegen Wind. Machen wir mal Windsprung. Ja, okay. Ja, du meintest jetzt wegen deinem PC, oder, Wolfi? Genau. Thank you.
Ich will die 100 sehen. Ihr habt die Herausforderung gemeistert, tapfere Krieger. Genau. Nehmet das Abzeichen der Beschwörerin Liana an. Nun geht hin, tapfere Krieger, wissbegierige Abenteuer, denn ihr seid die Zukunft von Eldrea. 150? Komm, 150 Soge. Es muss brennen, ja. Ich sehe schon, ihr habt alle gute Laune. Und Tarin, wie schaut's bei dir? Bei dir alles gut, Mensch. Zwei Kisten gibt's hier noch. Typischer Montag. Okay. Oh. Das ist eine goldene Leuchtekiste. Seele von Farnese. Was ist das denn? Ein Schlüssel? Also stopp, da wollte ich wieder hin. Verdammt. Inventar. Items. Seele von legendäres Material zum Aufwerten von Ultimate-Waffen. Ultimate-Waffen? Es gibt in diesem Spiel auch Ultimate-Waffen. Das ist nice. Da ist eine Kiste. Wie kommen wir denn da dran? Ja, den Wolfi gibt's auch noch. Wolfi gibt's auch noch, ja. Wartet mal, wenn wir hier jetzt runter gehen. So, und hier lang gehen. Nice, Dämonenleder. Alles gut, Wolfi, alles gut. Jeder will ein Stück Wolfi haben, wa? Eine Kiste fehlt uns noch. Wo könnte die denn sein? Der 100-Tabs-Mann. Das erinnert mich so ein bisschen an den 6-Millionen-Dollar-Mann. Wo könnte denn die letzte Kiste sein, Mensch? Hier ist er nicht.
Die muss ja an der Oberfläche sein. Theoretisch. Naja, mit Zoges NASA-PC geht das halt auch. Da ist sie. Support-Drohnen 200. Okay. Dann haben wir diesen Ort abgegrast. Nee, wo war denn nochmal die Weltkarte? Nee. Wo war denn die Weltkarte? Da. Da oben rechts haben wir noch was. Nee, hier. Da. Blumenfelder von Perpetua. Da unten links waren wir noch gar nicht. Gehen wir doch da mal runter. Einmal nach links. So, dann haben wir hier die letzte Kiste. Was ist das denn? Da Capo. Ein Fleischhut. Gewinne einen Kampf ohne Heilungsfertigkeit einzusetzen. Ach, hier gibt es auch noch Achievements. So, das ist dieser eine Hebel. In der Ferne ist ein lautes Geräusch zu hören. Du glaubst nicht, dass du es von hier erreichen kannst. Ich glaube ganz, 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 ganz doll an dich, Wolfi. Was hat denn dir eigentlich Schwäche Feuer? Ich glaube, das ist nicht gewollt, dass wir den so angreifen. Weil wenn ich jetzt bedenke... Nein. Es ist nicht gewollt, dass wir den so angreifen. Oh, da unten ist was. Wartet mal. Ist da einmal höher? Hier geht's lang. Oh Gott, wie kommen wir denn da hin? Wartet mal. Da kommen wir dran. Eieieiei. Was geht denn hier schon wieder im Chat ab, ey?
Ah, okay. Hier kommen wir lang. Ich glaube, hier müssen wir lang. So. Jetzt müssen wir das Ding ansprechen oder was? Ja. Ah, okay, da oben. Okay, irgendwas fehlt uns. Wir müssen da unten rechts noch mal hin. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Können wir... Einmal abheben. Da ist so ein Ding. Wie kommen wir denn da dran? Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Hier lang. Dahin, aber wir haben immer noch keine Verbindung, ne? Oh. Ich gehe jetzt erstmal einmal nach rechts. Ich will mal schauen, was da ist. Danke für die Bits. Zoge, bleib dran! Bleib dran, Zoge, bleib dran! Oh, das sieht doch aus wie ein Pfeil hier, oder? Das sieht aus wie ein Pfeil, der hier lang zeigt. Ein Pfeil, der hier... Oh. Sandheil? So, Wildhieb. Unterirdischer Ansturm. Zoge, Zoge, Zoge. So, bleib dran, Zoge. Okay, ich muss das noch mal neu anfangen, das Ding. Wartet mal. So, Sandteile. Was haben die eigentlich? Keine Schwächen. Thank you.
Das läuft jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Halt, stopp, wir müssen erstmal einmal... Oh, das war nice Damage. Der war gut. Alter Schwede, diesen Hornissentanz-Dingen ist total overpowered. Machen wir erstmal Schnellreparatur. Ach, das ist nicht so schlimm, den können wir gerade noch kaputt machen. Nice. 18 FP. Hä? Der Fall zeigt... Da ist ein Pfeil, der so zeigt. Wartet mal. Seele von Farnese. Ah, das ist wieder so ein Ultimate Mat. Ah, ein Mitglied der Abenteuergilde. Lass ich dir ein paar Tipps zu einzigartigen Monstern geben. Erstens entdeckst du mit etwas Glück im Südwesten von Perpetua ein einzigartiges Monster. In einer Höhle möchte ich hinzufügen. Zweitens sagen die Leute, dass im Südosten von Perpetua verdächtige Sandwirbel auftreten. Verdächtige Sandwirbel? Halt, stopp, da ist wieder das... Badewanne ist voll. Nice. Oh, schon wieder Sandhaie. Oh, nur einmal getroffen? Schade. Abwehrmodus. Stimmt, Dschungelcamp ist vorbei, ne? Wer hat gewonnen? Kenne ich sie? Vielleicht? Bewirb dich doch selbst mal beim Dschungelcamp, Soge. Du bist live dabei. So, dann machen wir jetzt erstmal Schnellreparatur. Sagt mir nichts. Sagt mir überhaupt nichts.
Oh, eben muss ich echt Lack gehabt haben mit dem Damage, wa? Oh, das war... Ist Giffy wieder kaputt? Wartet mal, ich schau mal nach. Kann ich dir nicht sagen. Ab und zu zickt Giffy rum. Sekunde, ich guck grad mal nach. So, Giffy, Eigenschaften. Ah, da ist es doch. Es ging doch. So, wo haben wir denn den nächsten Marker hier? Naruto-Bonus? Ist das ein Bonus, Naruto? So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh, hi! Südlich von hier ist eine Kapelle. Sie stammt aus einer Zeit, als die Kirche vor Jahrhunderten versuchte, sich in Valandis auszubreiten. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja? Sie wurde vor der Explosion, die Perpetua zerstörte, gebaut. Alles um sie herum wurde zerstört, doch aus irgendeinem Grund steht dieses Gebäude immer noch. Merkwürdig. Ach so, okay. Wir sind Forscher aus Vati. Du kennst dich in der Stadt aus, oder? Die Perle des Dschungels, das Zentrum aller Weisheit. Wir werden das seltsame Verhalten in diesem Gelände untersuchen und die große Bibliothek von Jamarina ergänzen. Dann mach das mal bitte. Wo haben wir denn diesen... So. Die Richtung zeigt der. Okay, die Richtung... In die Richtung zeigt er. Ja, das glaube ich dir, Wolfi. Das glaube ich dir. Vergrabenen Schatz gefunden. Nice. Gut, dann schauen wir uns mal diese Kapelle an. Die scheint ja irgendwie interessant zu sein. Aber wir speichern einmal ab. Kurz davor. Die Tür ist verschlossen. Stimmt, ich habe noch gar nichts zu trinken hier, wa? Da gibt's ein bisschen feinstes Tafelwasser. Ja, ein bisschen feinstes Tafelwasser.
wenn ich es denn mal hinkriege. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier sind drei Kisten. Ich sollte mein Teamleiter eigentlich Bescheid geben, wenn sich jemand meldet auf meine Bewerbung. Letzte Woche hat sich jemand gemeldet, aber die wollten im Prinzip nur Sachen wissen, die schon in der Bewerbung standen, weil er nur der stellvertretende Ressortleiter war und die Bewerbung nicht gesehen hatte. Soll ich meinem Teamleiter das trotzdem sagen? Meinst du, Soge? Meinst du, Tafel, was? Oh, da ist ein Boss. Da ist ein World Boss. Den werde ich mir mal anschauen. Ich schau mal, wie wir da an den rankommen können. Kann ich hier irgendwo landen? Doch nicht. Das sind normale Viecher. Kann ich hier nicht landen? Wasser? Nee, ich kann hier nicht runter. Das ist ja doof. Wie komme ich denn hier irgendwo runter? Wolfi! Du Charmeur! Ah! So! Schwarzes Schaf oder was war das? Okay. Das Ding macht viel Schaden. Ich muss da noch mal was testen. Erblindungssalve. Was machen wir denn da? Metaball. Das ist gemein. Nur die weißen Augen fehlen, ja. Sehr gut, Soge. Schön dranbleiben. Ich glaube nicht, dass das Ding gemacht ist, dass wir es besiegen können.
Entweder töten wir es jetzt oder es tötet uns. Okay, es tötet uns. Ich glaube nicht, dass wir hier hin sollten. Richtig. Gut. Ich glaube, das ist noch nicht unsere Liga hier, das Ding. Nein. So, also haben wir festgestellt, der Jack ist zu stark. Heißt das nicht das Jack? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh, nice, heiliges Wasser. Samstag gehe ich Feit essen. Da habe ich mich Samstag, also Freitag gehe ich zu Feit essen. Echt? Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich war mir jetzt nicht sicher. Erlesene Dude hat wieder zugeschlagen. Okay, hier kommen wir nur zu Fuß lang, oder wie? I. Ja, super. Dann sieht es nach Samstag aus. Dann sieht es nach Samstag aus. Ist okay. Nein! Nein! Ich habe mich verklickt! Oder? Ah, okay, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Dann ist das nicht so schlimm. So, wo mussten wir jetzt noch hin? In Roland, ne? Wir suchen ja diese komischen Schalter da. Muss mal gerade einmal schauen. Logbuch. Quests. Finde alle Hebel, um tiefer in die Grotte vorstoßen zu können. Die Tore nach Nyssa. Kann man hier irgendwo sehen, wie welche Quest da aktuell ist? Kann man das irgendwo sehen? RB. So, wenn wir jetzt hier oben rechts lang gehen.
Und zwar hier lang. Wo kommen wir dann hin? Oh, hallo. Kann das einer übersetzen? Ich meine, mein Goblinisch ist nicht so gut. Heißt das sowas mit diesen Schuhen? Ist das nicht? Hau ab, du Lump. Okay. Ja, das macht Sinn. Er lässt mich nicht vorbei. Oh. Ja, aber damit kann ich nicht dienen, Soge. Damit kann ich nicht dienen. Ich kann mit vielem dienen. Aber damit nicht. Mitglied der Abenteuergilde, lass mich dir ein paar Tipps. Ich hab da immer noch keinen Cooldown drauf gemacht, ne? Alles gut. Naja. Das ist tatsächlich wahr, Soge. Das ist tatsächlich wahr. Erstens, mit etwas Glück findest du ein einzigartiges Monster im Westen von Ograne. Es ist ein Alpha-Männchen. Soge, was machst du hier in der Grotte? Ich habe gehört, dass er... Dass alle anderen Feinde in der Gegend verschwinden, wenn es auftaucht. Zweitens erzählen sich die Leute, dass irgendwo im Nordosten von Ogern ein Goblin herumspaziert. Anscheinend hasst er alle anderen Goblins und wünscht sich, die wären tot. Vielleicht erscheint der erst, wenn alle anderen Goblins verschwunden sind. Okay. Ach du Scheiße! Das ist voll eklig hier! Ihhh! Wollte ich gerade sagen, I've seen enough hentai to know where this ends. Dann gehen wir jetzt mal nach Westen. Ist hier noch irgendwas? Das ist eine Kiste. Was? 3584 Gold? Okay, what the fuck? Oh. Wir haben nicht mehr von diesem komischen Pulver was, wa?
Nice, nochmal heiliges Wasser. Das ist gut. Warum konnte ich denn hier nochmal runterkraxeln? Noch 50! Halbzeit, Soge! Halbzeit! So, hier kommen wir weiter. Hier geht's runter. Oh, nice, ein Schnellreiseort entdeckt. Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Passt vielleicht ein Gegenstand rein? Ja, das ist schön. Hier passt vielleicht ein Gegenstand rein. Ja, was könnte denn da reinpassen? Welcher Gegenstand könnte denn da reinpassen? Wartet mal. Das ist richtig, Soge. So, hier sind wir doch reingegangen in die Höhle, oder? Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Och nein. So, weg mit dir. Wäre hier jetzt runtergegangen gewesen? Nee. Okay, wir müssen da lang. So geht der Gift-Sub-Ninja. Das passt. Das passt. Ah, okay, den Hebel hatten wir auch. Wartet mal, ich muss noch mal. Ich muss doch mal mit dem Typen sprechen. Wo wir überall hin mussten. So. Gut, ich verstehe. Schalter in Roland. Perpetua und in den Fjordwäldern. Ah, Fjordwäldern. Fjordwäldern war das Problem, da hatten wir diese großen Drachen, ne?
Also Fjordwälder schalten im Moment aus. Haben wir sonst noch was? Nee. Dann gehen wir jetzt mal... Alter, habe ich mich erschrocken, Wolfi. Holy shit. So, hier war Endepumpe. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal mit der Main Quest weitermachen. Vielleicht kommen wir denn. So, dann gehen wir mal nach New Wineshire. Als wir vor einem Jahr in Wineshire ankamen, gab es nichts außer zerstörten Gebäuden. Die Menschen waren mit dem Chaos und Hoffnungslosigkeit konfrontiert. Aber wir sahen auch einen Schimmer der Hoffnung in ihren Augen. Ihr stolze Menschen von Wineshire habt nie aufgegeben. Ihr habt euch im Chaos erhoben. Mit der Hilfe des einen Gottes habt ihr die Stadt neu errichtet. Wir haben sie neu errichtet. Das ist jetzt der falsche Prophet oder was? Okay. Wir müssen dem einen Gott dankbar sein, uns so eine Möglichkeit gegeben zu haben. Ohne die Kirche würden wir immer noch im Dreck leben. Aber... was heißt es, an diesen einen wahren Gott zu glauben? Dieser Zachäus ist mir sehr suspekt. Irgendwie ist der komisch. Ja, vermutlich reist er mit einem Harem junger Männer herum. Oh, hallo. Das ist ja wie die Kathol... ah, jetzt wäre mir beinahe was über die Lippen gerutscht. Ich wollte jetzt nicht auf die katholische Kirche an, aber... wer ist der Typ in der Rüstung? Ist das nicht ein Inquisitor? Pater Zachäus, wir müssen bald los. Sicherlich können wir so einen wichtigen Hinweis nicht unbeantwortet lassen. Die Grabstätte von Reyna erwartet uns. Was ist das mit der Kirche und ihrer Vorliebe für diese Grabstätte? Die Kirche ist großartig. Ohne sie würden wir immer noch in den Ruinen von Alt Wineshire leben. König Frederick hat zwar die Steuern erhöht, doch zum Glück springt die Kirche ein, damit wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren können. Dieser eine Gott ist äußerst großzügig. Die Grabstätte von Lady Reyna befindet sich irgendwo auf Valandis. Ihr wollt einen Sound haben? Schreibt's doch bitte einfach in Discord rein, dann mache ich den rein, wenn ihr einen Sound haben wollt. Sie ist die heilige Mutter unseres Glaubens und es gibt nichts Wichtigeres, als ihren Ruheplatz zu finden. Und jetzt muss ich mal ganz fix auf Klo. Danke.
Oh, da ist. Ah. Ja, ja. Cheers. Kennt ihr diesen Typ? Wo war das? Ace Ventura, Jim Carrey, der sich dieses Glas einfach so ins Gesicht hält und das läuft einfach überall runter und so dabei so grinst. War das Ace Ventura? Oder war das ein anderer Film? Auf jeden Fall Jim Carrey. Ich weiß es nicht mehr. Das müsste ich. Ich weiß es nicht mehr. Jim Carrey ist eine Legende. Ich weiß noch, wie ich den Film geschaut hatte und wo er in dem Nashorn war. Oh, ich hab Tränen gelacht. Ich hab Tränen gelacht. Wo er aus dem Nashorn sich befreit hatte. Oh, ich hab Tränen gelacht. Oder wo er dann unterwegs war in diesem Geländebuggy und übelst abging. Die Straße war am Ruckeln und dann haben sie aufs Auto geblendet und die Straße war furzglatt. Also da konntest du eine Wasserwaage drauflegen auf die Straße und der imitiert einfach so eine holprige Straße. Oh, ich hätte mich wegschmeißen können, ey. Ja, bist du ein Feiner? Bist du ein Feiner? Ja, nice. Definitiv die richtige Entscheidung, Soge. Definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Was haben wir denn hier noch alles? Alter, was macht sie denn da oben? Guckt euch die mal da oben an. Hallo, schöne Frau. Lass dein Haar herab. Oh, hier gibt's Waffen. Nice. Oh, Beverly Hills Cop, mega gut. Die habe ich schon, keine Ahnung, wie oft gesehen. Aber das sind Filme, die gehen immer. Ja, da wo ich herkomme. Nein, keine Bullen an, Mann. Oder was halt auch so ein absoluter Klassiker für mich ist halt Police Academy, ne? Police Academy könnte ich mir auch immer wieder anschauen, ne? Ja.
Hast du Platinerz? In Waffe einsetzen. Was haben wir denn da Schönes? Alles klar, viel Spaß, Wolfi! Dann machen wir doch hier mal mit erhöht. Ja, im Moment scheint das ein bisschen zu laggen mit den mit den Emotes und Alerts und so weiter. Autoschild, das klingt gut. So, wo haben wir dann? Psy erhöht. Irgendwo war Psy erhöht. Da, Psy erhöht. Was gibt's denn hier noch Schönes? Oh, wie kommen wir denn an die Kiste dran? Wie kommen wir denn an die Kiste dran? Ich würde gerne mal Wiederaufbau der Stadt helfen, doch Bischof Zachäus schickt mich und ein paar andere nach Arkant. Wir sollen nach Hinweisen auf das Grab einer Dame namens Rainer suchen.
Wie kommt man denn da oben dran? Da ist nichts. Ich meine, da unten, das ist eine Tür. Aber war's auch? Ja, wird es irgendeinen Trick für geben, garantiert. Oh, hi. Warte, ich bin gleich da. Oh, ich habe da noch eine Kiste gesehen. Stopp. Warte, kann ich dich von da unten ansprechen? Hallo? Nee. Neuwandschein ist nicht der schönste Anblick, aber ich muss zugeben, dass es uns besser geht als vor der Explosion. Dank des Umbauprojekts haben wir endlich eine funktionierende Kanalisation. Nie mehr nachts in der Kälte zum Plumpsklo rennen. Sehr gut, Sorge. Du schaffst das. Hi! Dank der Kirche wird Neuwandschein wieder aufgebaut. Sie wollen mit Sicherheit, dass wir zu ihrem Glauben konvertieren. Doch sie werden ihr blaues Wunder erleben. Wir leben seit Jahrtausenden mit den alten Göttern. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Dein Geld nehmen wir trotzdem. Okay. Aber ich frage mich immer noch, wie wir an diese rote Kiste da kommen sollen, ne? Hier durch den... Ihr habt auch nichts gesehen, oder? Gut. Dann gehen wir jetzt mal ganz unten rechts in die Ecke. Ah ne, da waren wir schon. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Oder halt, was ist hier? Ich frage mich, was es heute Abend zum Abendessen gibt. Oh, Abendessen ist immer gut. Ich Glückspilz, da ist ein Stück Fleisch in meiner Brühe. Das ist eine Fliege. Besser als nichts. Ja, Bear Grylls, wäre stolz auf dich. Zuerst kochst du das Wasser, dann kommt eine Kartoffel hinein. Danach musst du sie nur noch salzen. Und fertig. Hm, ich habe kein Salz mehr. Oh, Königsberger Klopse sind super lecker. Nun, die Suppe schmeckt auch ohne, mit dem natürlichen Aroma einer Kartoffel. Uah. Das Kätzchen ist endlich mal lieb und faucht nicht. Das ist kein Hotel und du bist nicht von hier. Ich verwalte die Betten für die Einwohner von Weinshire, die ihr Zuhause verloren haben. Dieser Ort wird von der Kirche finanziert. Ist klar? Hi. Hast du die Platypus-Truppe in der Stadt rumlaufen sehen? Ich wette, sie führen nichts Gutes im Schilde. Oh, da unten ist wieder eine Katze. Die ist wieder böse.
Einmal in der Woche hält die Kirche einen Gottesdienst ab. Ich freue mich immer darauf. Jeder darf einen Schluck Alkohol trinken. Alter. Das sind schon tiefe Abgründe, wenn du in die Kirche gehst, um einen Schluck Alkohol zu trinken. Oh, hi. Jemand hat mir gesagt, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Wenn ich Priester mit ihren Weihglocken und einem Rauch, den sie anmachen, sehe, glaube ich das nicht. Gewiss würde Gott ihnen keine schädliche Aufgabe zuteilen. Hier geht's hin. Ein Lederbrustpanzer, super. Jetzt habe ich mich gefreut, dass da was Tolles drin ist. Ach Mann. Oh, wartet mal. Da ist so eine Kiste. Nein! Platinerz. Jetzt kann ich von Sienna die Waffe aufwerten. Oh, das ist mega gut. Schuppenpanzer. Hi, braucht ihr etwas? Ja, bitte. Kaufen. Platinerz. Ja, danke. Dämonenleder. Alles mitnehmen. Einmal bitte alles voll machen. Landes mangelt es nicht an Rohstoffen, schon gar nicht an Erzen. Wir können einfach nicht viel mit anfangen, da wir uns ständig in endlosen Kriegen an die Kehle gehen. Nicht zu fassen, diese geizigen Leute. Das ärgert mich ungemein. Was ist los? Was ist los? Ihr seht aus, als wärt ihr nicht schon hier. Trotzdem habt ihr bestimmt gehört, dass ein Teil von Wandshire vor etwas mehr als einem Jahr explodiert ist, oder? Boah, Sorge! Ja, davon habe ich wohl gehört. Viele Menschen starben, doch noch mehr verloren ihren Besitz. Die Druckwelle und das Erdbeben brachten viele Gebäude zum Einsturz. Wer schon einmal alles verloren hat, sollte wissen, wie wichtig es ist, ein Hab und Gut zu schützen, oder? Worauf willst du hinaus? Wer bist du? Ich bin ein Versicherungsvertreter. Sorge! Sorge, was verkaufst du uns denn da Schönes? Ich verkaufe Versicherungen. Was ist eine Versicherung? Ja, was ist denn eine Versicherung? Was ist eine Versicherung? Wie kann man das nicht wissen, was eine Versicherung ist? Sorge, antwortest du so auch immer? Richtig cooler Typ. Der Haarschnitt gefällt mir auch. Also der Haarschnitt von ihm gefällt mir auch. Also ich habe das Wort schon mal gehört. Weiß aber nicht, wie man Versicherung verkauft. Und der Rest von euch? Wisst ihr es auch nicht? Hey, Alterchen. Grüß dich. Vielen Dank für deinen Raid. Danke dir. Alles gut bei dir. Was gab's bei dir heute Schönes? Oh, Diablo 3. Diablo 3. Eieieiei. Ja, Diablo 3 ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Okay. Im DLC 2 fertig. Sehr gut. Und der Rest von euch? Wisst ihr es auch nicht? Nö. Keine Ahnung. Oh, jetzt verstehe ich. Kein Wunder, dass die Leute nicht an meinen Angeboten interessiert sind. Vielleicht sollte ich erst erklären, was eine Versicherung ist. Lassen wir dann besser in Ruhe und kehren zu unserer Basis zurück. Basis? Seid ihr zufällig ein Clan? Besitzt ihr ein Luftschiff? Vielleicht auch Himmelsrüstung? Ha, guck mal, da wird sogar heiß.
so gewittert besitzt, ja? Ist euer Luftschiff denn auch versichert? Und die Himmelsrüstung auch, wenn ein Kratzer reinkommt, hä? So eine Himmelsrüstung, die ist teuer. Ja, da beißt Soge gleich an. Ja und ja und ja. Ausgezeichnet! Dann braucht ihr eine Versicherung. Ihr braucht, ja? Das ist der geilste, das ist die geilste Konversation heute Abend überhaupt. Nehmt mich mit und ich verkaufe euch Versicherung zu einem fairen Preis. Brauchen wir diese wirklich? Aber sicher, die sind für jeden Clan unverzichtbar. Okay, von mir aus. Aber auf dem Weg musst du uns erklären, was eine Versicherung ist. Natürlich, wunderbar, endlich verdiene ich wieder etwas Geld. Herzlichen Glückwunsch, Soge ist dem Clan beigetreten. Nice, wir haben Soge an Bord. Jetzt haben wir endlich bald Versicherung für unsere Himmelsrüstung und allem Tipp und Zap. Aber sonst alles fit bei dir, Alterchen. Wie geht's dir? Pro Versicherung, pro Versicherung. Ist das mies? Ich bin hier nur durch Zufall hingekommen. Bin hier nur ganz durch Zufall dagegen gelaufen. Alter, das muss man erst mal sehen. Ja, Soge. Das war ich tatsächlich auch. Das war ich tatsächlich auch. So, nee, wir müssen hier die Waffe upgraden. Waffe aufwerten. So, jetzt wollen wir noch mal machen, verkaufen, Waffen, Gladius. So. Sehr gut. Dann können wir jetzt Richtung Norden weitergehen. Hey, ich habe die Idee. Eine bahnbrechende Erfindung. Aber ich brauche 100.000 Ark für die Fertigung. Was? Ich soll dir von der Idee erzählen, bevor du das Geld überreichst? Klar doch, damit du es stehlen kannst. Vergiss es. Nee. Der Bischof hat jedem, der Hinweise findet, eine Belohnung von 20.000 Ark versprochen. Wenn man genau die genaue Position der Grabstätte ausfindig macht, wird der Betrag auf 100.000 Ark erhöht. WB, Herr Wolfi. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, ein neues Zuhause für meine Familie zu bauen. Braucht ihr etwas? Klar, immer kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Was haben wir denn? Von dem haben wir alles noch genug. Können wir noch Sachen verkaufen? So, ich muss mich jetzt noch mal ganz kurz um meine Himmelsrüstung kümmern.
Kompetenzen. Nee, das war's nicht. Setup. RAM. Angriffsdrohnen. Supportdrohnen. Machen wir mal Supportdrohnen 200. Machen wir mal Elementarkanone 200. Ach ja, ihr seid sie. Wir suchen die Grabstätte von Lady Rayna. Lass es mich wissen, wenn du mir einen Hinweis geben kannst. Ich zahle dir 1000 Ark. Braucht ihr etwas? Klar. Platinerz. Alter, hier ist das Platinerz teurer als wir da bei dem Typen nebenan. Solange es beim Beschnuppern bleibt, Wolfi, ist alles gut. Die Kirche pumpt ihr Geld in dieser Region. Ihre Anhänger wollen also wirklich in Valandis Fuß fassen. Irgendwann wollen sie natürlich ihr Geld zurück. Aber daran denkt im Moment niemand. Gott. Sehr gut, du lernst schnell. Und dieses, das Ding hier wäre das Richtige für mich, ey. Wenn alles nach Plan läuft, ist im Arnsreich bald unser neuer Investor. Der Deal fühlt sich jedoch irgendwie falsch an. Oh, Wolfi, du hast gerade den besten Dialog ever verpasst. Wir haben Soge mit in unser Hideout geholt. Wir haben endlich einen, der uns Versicherungen verkauft. Und wir alle wussten nicht, was Versicherung ist. Und dann musste Soge uns erstmal in-game Versicherung verkaufen. Schade, dass du diesen Dialog verpasst hast. Das war so geil. Ja, ja, das sagt er offiziell. Das sagt er offiziell. Ich bin ein Händler aus freien Städten und habe eine Menge seltsamer Dinge. Ich würde Ihnen raten, einen neuen Kühlschrank zu kaufen oder wie. Aber hier auf Valandis hatte ich Begegnungen, die alles übertreffen. Oder ich würde Ihnen raten, Ihr Haus gegen Hurricanes zu versichern. Warst du schon mal in Basel? Du hältst mich vielleicht für verrückt, aber ich schwöre, ich habe dort eine laufende Karotte gesehen. Ja, die habe ich gesehen. Oh, du hast die Karotte gesehen? Das war also doch keine Einbildung. Weißt du, Basel ist nicht der einzige Ort, an dem ich die Karotte gesehen habe. Auf dem Weg hier nach Wanshire bin ich einer weiteren begegnet. Zeig sie mir auf der Karte. Bald werde ich in die freien Städte zurückkehren und bin... Und dank dir weiß ich jetzt, dass ich nicht verrückt bin. Nebenquest ein Kurzurlaub. Oh, akzeptiert. Nehmen wir. Die schauen wir uns doch mal an. Hi, na mein Kleiner? Hier muss es doch irgendwo... Oh, diese Schnabeltiere sind voll süß, ne? Hm. Oh, eine Sonnenbrille? Nice, was kann die denn? Ah, die hat Lichtwiderstand, welch Wunder. Oh, stimmt. Deponia. Oh, Deponia war mega gut. Ich habe Deponia so geliebt, ne? Deponia könnte ich mir tatsächlich vorstellen, irgendwann nochmal wieder zu spielen. Neue Weinschein besteht aus ein paar Metallbunkern im Schlamm. Angeblich sind das nur vorübergehende Unterkünfte.
uralter Schädel. Okay. Dann schauen wir uns doch mal die Nebenquest an. Besuche den Bauernhof. Wo ist denn der Bauernhof? Hier noch aus der Stadt nach Süden rausgehen. Das wäre interessant. Schade. Wo soll denn hier der Bauernhof sein? Wartet mal. Die Karotte und seine Bande sind zurück. Dem Anschein nach wurden sie an verschiedenen Orten gesichtet. Besuche den Bauernhof. Noch kryptischer geht's nicht, ne? Das hätte auch aus Tomb Raider sein können. Aber wenn ich das so sehe, das Helle ist ja die aktuelle Ebene, auf der ich bin. Aber hier dieses Dunkle, da scheint es noch irgendwo runter zu gehen in eine tiefere Ebene. Eine Ebene tiefer. Bin mal gespannt, wie wir da hinkommen. Okay, was ist hier drin, ne? Oh, das ist die Kirche, oder was? Bist du das, Kilian? Du konntest also von Aurora fliehen? Hallo, Glenn. Ich hörte, du bist in Wanshire. Hätte nie gedacht, dass du mal einen Clan anführen würdest. Und hätte dich nie in einer Rüstung der Kirche erwartet. Sieht schick aus, nicht? Wem musstest du dafür betrügen? Denn was ich damals tat, habe ich getan, weil ich wirklich dachte, dass es der friedlichste Weg war. Denn jetzt Opfer anbieten, damit du dir ein paar Münzen verdienen kannst. Denk ruhig, ich sei ein Opportunist. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Wenn ich einen Freund opfern muss, um hunderte Fremde zu retten, dann werde ich das voller Stolz tun. Oh. Aber sei versichert, den Rang des Kommandeurs habe ich mir durch Informationen erkauft. Was für eine Art Information? In Kindred fand ich das Tagebuch eines Mönchs. Er lebte zur selben Zeit wie die Nalkilber. Das meiste, was schrieb, war nutzlos, aber ich konnte eine Beschreibung von Nalkilber finden. Ein sehr charismatischer junger Mann mit silbernem Haar und zwei verschiedenfarbigen Augen. Klingelt da was? Nein, nicht wirklich. Tarins Berater Quain, ein Art, der hunderte Jahre leben kann, tauchte zeitgleich mit dem Grimoire auf. Du glaubst, er wäre Nakilba? Nun, sie scheinen das gleiche Aussehen zu haben. Und sind im Grunde im Grand Grimoire verbunden. Nalkilba verschwand vor 50 Jahren, als Gwen den Hof von Tarin betrat. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt tatsächlich interessant. Was hast du in der Kirche gesagt? Nicht nur. Vor 2 Monaten bin ich nach Kindred zurückgekehrt, um mehr Informationen zu finden.
Und welches Buch auch immer du geöffnet hast, die Kirche war immer auf der Suche nach der Grabstätte von Rainer. Ich weiß, sie suchen es noch immer. Stimmt, aber den Büchern nach hatten sie es schon gefunden, auch wenn sie den Ort geheim hielten. Sie haben es gefunden? Das ergibt keinen Sinn. Warum suchen sie denn danach? Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass die Information nie das Kloster verlassen hat. Warte, lebte Nat Gilbert zu der Zeit, als es entdeckt wurde? Nicht schlecht, Glenn, so ist es. Ich kaufte mir den Rang des Kommandeurs mit der Information, dass Ser Gawain von Tarin weiß, wo die Grabstätte von Lady Rainer liegt. Ich verstehe, das erklärt einiges. Kommandeur, der Bischof verlangt nach euch. Sagt ihm, ich komme gleich. Ja, Sir. Also wirst du uns nun, Sir Killian... Also was wirst du tun, Sir Killian? Alter, lese tut wieder. Willst du diese Verkleidung den Rest des Lebens tragen? Fürs Erste werde ich die Eskorte für Bischof Zachäus sein. Solange dir von Nutzen ist, richtig? Nichts weiter als ein Stein am Rad des Weges, deines Weges. Oh, jetzt habe ich gerade wieder so eine richtige Lesetut-Phase. Denn ich will dieses Land erneuern, von den Wurzeln an ein Land ohne Hass und Zwietracht errichten. Alles klar, Wolfi. Danke für deinen Lurk. Du allein willst die Welt verändern? Du kennst sicher die Metapher, dass ein König wie ein Puppenspieler ist und sein Volk die Marionetten. Er zieht die Fäden und kontrolliert so die Leute. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute hält ein König die Fäden nicht mehr mit eiserner Hand. Er gibt den Leuten Freiraum, sodass sie nicht merken, dass sie an den Fäden hängen. Aber wenn die Puppen sich ein bisschen zu weit bewegen, zieht er und bringt sie zurück in Position. Wie du willst Menschen befreien, wirst du von Marionette zu Marionette rennen und die Fäden durchschneiden, um dabei die Kraft zu verschwenden und mein Schwert stumpf werden zu lassen? Oh nein, 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 ich klettere an meinen Fäden empor und schneide die Hand des Puppenspielers ab. Dann wirst du tief fallen, den Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Killian, du magst die Hand des Tyrannen abschneiden, aber jeder Mensch wird immer noch in den Fäden festhängen. Es wird nicht lange dauern, bis ein neuer Puppenspieler die Fäden in die Hand nimmt. Dann müssen wir sicherstellen, dass genug Blut fließt, sodass niemand es je wieder versuchen wird. Da bist du ja, Killian. Ich habe ewig auf dich gewartet. Unser Gefährt ist bereit. Wir müssen nach Tormund. Vergibt mir, Eure Exzellenz. Was tust du überhaupt an so einem trübsamen Ort? Hier wirst du nur dreckig. Komm schon, gehen wir, bevor dir noch etwas einfängst. So sei es. Du hast ihn gehört, ich muss los. Killian, was du über diesen Mann gesagt hast. Du und er hast du... Ich sagte doch, ein Preis, den ich gerne bereit bin zu zahlen. Unser Treffen war kurz, bis wir uns wiedersehen. Glenn, bleib am Leben. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Wie weit würde ich gehen? Ah, okay, jetzt wird es wieder interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wo der Bauernhof hier ist. Hi, mein Gehörz... Mein Herz gehört den Alten. Doch ist an dieser... Mein Gott... Doch ist... Hä? Ist es dieser... Oh... Wartet mal. Da war ich gerade verwirrt, warum das E mit mal...
groß geschrieben wurde im Satz. Doch ist dieser eine Gott, der uns Essen, Trinken und ein Dach über den Kopf gibt. Ich bin so zwiegespalten. Was haben wir hier? Das ist der Bauernhof. König Frederik erlaubt es, Gravos eine kleine Armee zu haben. Eine Armee, die gerade groß genug, die inneren Angelegenheiten zu klären. Das sieht doch aus wie der... Oh, ist das nicht Zersander? Was passiert hier? Ihr seid zurück und keine Sekunde zu spät. Oh, da oben rechts ist eine Kiste, die will ich immer noch aufmachen. Jedes Mal, wenn ich diese Sequenz sehe. Meine Dame, ich habe das richtig gesehen. Ihr habt den Botschafter Taritz hingerichtet. Er hatte die Wahl zwischen dem Kerker und dem Galgen. Okay. Stattdessen hat er das Schwert gezogen. Nun schwingt er am Galgen. Was ist passiert? Bitte, meine Herren, selbst ich wurde im Dunkeln gelassen. Es ist Zeit zu handeln. Mich erreichte eine Nachricht aus Tarin. Nabrelia marschiert gegen Valandis. Die Zeit ist also gekommen. Ihr wolltet auf Nachricht von Cameron warten. Aber der Plan hat sich geändert. Wir können uns eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir rammen Tarin ein Messer in den Rücken, indem wir das Grand Grimoire stehlen. Hä? Wartet, meine Herren. Ich spiele Nabrelia damit in die Hände. Meine Herren, sagt mir nicht, ihr habt... Arbeitet ihr mit Nabrelia zusammen? Ist das wahr? Ist das der Grund für eure Zuversicht, Lady Brian? In der Tat, Nabrelia hat uns um Hilfe gebeten, die wir gerne angeboten haben. Tarins Herrschaft über die Valandis... Über Valandis muss ein Ende finden. Alter! Okay, das ist krass. Wir haben die ganze Zeit... Wir haben die ganze Zeit Aufträge für die erledigt und quasi ihr damit nur in die Hände gespielt. Und der Beginn der Herrschaft durch Nabrelia? Bei allem Respekt, meine Herren, ihr verkauft Valandis an die Fremde. Ich kaufe uns Unabhängigkeit. Das ist, worüber ich mit König Dreckler übereingekommen bin. Das ist Wahnsinn. Achtet eure Worte, General Tormann. Sie werden uns nicht besser behandeln. Ich werde lieber von jemand beherrscht, durch dessen Adern das Blut Valandis fließt. Alles klar, so gemacht das. Und wessen Schwert vergießt es am Ende? Habt ihr die Verbrechen von Tarin vergessen? Ihr gebt den Mördern eurer Familie den Vorzug? Was ist eure Meinung? Was habt ihr mit Nabrelia ausgehandelt? Wir helfen Nabrelia und erlangen unsere Unabhängigkeit. Im Gegenzug können sie eine Militärbasis auf Valandis errichten. Wir folgen eurem Plan, meine Dame. Das Grand Grimoire ist unser Feind, nicht Nabrelia. Wer auch immer im Besitz des Grand Grimoire ist, ist ein Feind der Menschheit. Ich wusste, ich würde auf euch zählen können. So lasst uns die Vorbereitung treffen. Sprecht mit Tormann, wenn ihr bereit seid. Doch, jetzt kann ich endlich diese Kiste anfassen. Ah, heiliges Wasser. Sehr gut. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Wenn wir diese Mission starten, gibt es für eine Weile kein Zurück mehr. Nein, wir brauchen noch etwas Zeit. Okay, dann können wir jetzt erstmal noch die ganzen Nebenquests machen. Ich muss mal schauen. Gibt es hier noch irgendwas davor? Irgendein Gebiet? Nee, ne? Wie komme ich denn da zu diesem Bauernhof? Und was ist dieser Bauernhof? Muss man denen eventuell hinterherlaufen? Ich verfolge die mal.
das gab Achievement. Aber das ist immer noch nicht der Bauernhof. Hier irgendwas? Ich habe ja immer die Befürchtung, dass ein so ein Vorhang, dass man da durchgehen kann. Aber bis jetzt anscheinend nicht. Suche den Bauernhof. Manche Leute meinen, dass Schlamm lästig ist und uns nur an der Arbeit hindert. Ich bin allerdings der Meinung, dass dieser Schlamm ein Symbol des Volkswillens ist. Siehst du all diese Fußabdrücke und Reifenspuren im Schlamm? Spürst du die Arbeit, die die Leute in den Wiederaufbau dieser Stadt gesteckt haben? Diese Pfützen bestehen aus Blut, Schweiß und Tränen der hart arbeitenden Leuten von Wineshire. Dieser Kerl neben mir will unbedingt die Parole Neuen Wineshire erlaubt, erbaut auf den Schlamm der Menschen einführen. Er hat sie nicht mehr alle. Kann man hier durchgehen? Was ist das bitte für ein Questmarker? Suche den Bauernhof. Hey Sascha, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Ja, heute... Oh, nice. Ja, heute sind die ganzen Befehle alle am Laggen irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas ist mit dem System nicht in Ordnung. Auch wenn man Alerts benutzt, dauert das voll lange, bis die kommen. Teilweise. Also nicht wundern. Ja, es muss halt irgendwas von Twitch oder sowas sein, ne? Oder Triggerfire oder Blurb, je nachdem, wo ich halt die Sachen halt habe. WB, Soge, WB. Ich spreche jetzt nochmal mit dem Typen, der uns da den Hinweis gegeben hat. Hier gibt es keine Karte. Wie finde ich denn diesen Kackbauernhof, ey? Ich spreche nochmal mit dem Typen. Weil das ist er hier? Nee. Der war das. Oh, er redet nicht mehr. Ich schau mal noch mal was. Vielleicht kommen wir hier rüber dahin.
Hier durch. Keine Ahnung, wo dieser Bauernhof sein soll. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einer anderen Nebenquest nach. Dann muss ich zur Not, muss ich das mal recherchieren. Weil ich habe keine Ahnung, wo dieser Bauernhof sein soll. So, was haben wir denn noch für Quests? Die Hebel von Nyssa, da... Das Essen und der Kerl und die Hungrigen. Sprech mit Tomke und besuch die Hoge. Da schauen wir mal nach. Das ist die Karotte! Das ist die Karotte! Das ist die Paprika, okay. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Schweine beim Skat spielen? Oh nein, wir wurden entdeckt! Und jetzt? Oh nein, hüpf Hamlet! Jetzt müssen wir die Schweine verfolgen. Die Schweine hauen einfach ab. Ja, alles in Ordnung, Becky? Mein Speck hat den Sturz abgedeckt. Schnell zum Boss. Okay. Wie könnt ihr Eindringlinge es wagen, meine Ferkel zu bedrohen? Hilfe. Spürt unseren Zorn. Er ist schon wieder Stralle, der Typ. So, dann schauen wir doch mal, was kann der denn? Bidolin. Dann machen wir doch erstmal einmal einen Crit-Buff. Machen wir mal Ölhieb. Und Feuerstoß. So. Du. Du machst einmal Poesiemarsch. Ich weiß nicht, wird er casten? Oder... Ist schwierig. Wird er physisch angreifen oder casten? Ich gebe ihm mal Blutung. Okay, so, dann machen wir jetzt mal einen Blockvogel. Feuerstoß.
Und du heilst bitte mal einmal alle. Also er hat quasi jedes Element drauf, verstehe. So, du wechselst jetzt einmal. Du castest bitte einmal alle heilen. Du machst Blütensturm. Blütensturm ist schon mal gut. Blütensturm ist immer super. Ah, der hat nicht gekrittet. So. Du heilst erstmal alles. Machen wir mal Rüstungsbrecher. So. Du machst gleich dit. Du machst mal einmal bitte deinen Ultra-Move. Fast 1000 Damage ist schon mal nicht schlecht. Fast 1000 Damage ist schon mal nicht schlecht. Wind. Okay, du heilst jetzt erstmal alle. Machen wir mal Kreuzhieb. Alter, hat der reingeknallt. Jetzt ist die Sache. Er ist danach noch einmal dran. Das ist nicht so schlimm. Man müsste den mal zum Schweigen bringen, ne? Ich glaube, ich werde gleich mal mit Glenn und Rob einmal tauschen. Oh, Blütensturm ist wieder aktiv. Sehr gut. Ach, wir müssen trotzdem einmal heilen. Nützt nichts. Du machst trotzdem noch mal einen Blütensturm. Und du gehst einmal Lockvogel spielen, bitte. So. Dann wechseln wir mal einmal. Mal abwehren. Oh, ich habe gerade eine Versandetikette aus der Schublade geholt und ganz vergessen, dass da noch eine Jokolade. Was ist eine Jokolade? Eine Runde hat er noch Blutung drauf. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich.
hoffe, das war jetzt kein Fehler, was ich gemacht habe. Oink, oink, oink! Oink? Sie können nicht mehr sprechen. Und dieses Gemüse ist auch wieder Gemüse. Ach, was soll ich bloß tun? Das wird mir alles zu viel. Oh, was für eine Tragödie. Unser Freund hier scheint mit Magie herumgespielt zu haben. Tiere zum Sprechen zu bringen und Gegenständen eine Seele einzuhauchen, ist Magie auf dem allerhöchsten Niveau. Wie kann es sein, dass ein Bauer diese Kunst beherrscht? Ach, kommt zuerst herein, dann erzähle ich euch von meinem Unglück. Stoßen wir an, ertränken wir unsere Sorgen. So, mein Name ist Fridolin. Ich komme eigentlich aus Raban und war ein Leiter der Magierakademie. Du bist Fridolin von Raban? Wir haben uns letztes Jahr auf der Magierversammlung in Shadoria getroffen. Ich habe dich überhaupt nicht wiedererkannt. Was machst du hier? Tja, ich hatte die Schnauze voll vom Leben in Nabrelia. Voll von dieser ewigen Kriegstreiberei. Ich wollte mit Magie Gutes bewirken, aber in Nabrelia wurde sie hauptsächlich für den Krieg eingesetzt. Deshalb bin ich geflohen und habe mich für ein ruhiges Leben auf dem Land entschieden. Du scheinst nicht besonders glücklich darüber zu sein. Aber der sieht voll rot aus, ne? Der sieht aus wie so Hellboy-mäßig. Hellboy mit Bart. Also so mit richtigem Bart. Wie auch. Ich bin der schlechteste Bauer aller Zeiten. Ich wollte Landwirtschaft betreiben, ohne auf Zaubersprüche angewiesen zu sein. Doch meine Hände sind voller Blasen und mein Rücken schmerzt ohne Ende. Ich bin ein Versager, der nichts kann als zaubern, nur als Fridolin, mein Freund, ich glaube, du brauchst erstmal Urlaub. Meinst du? Im Süden liegt eine Urlaubsinsel. Dort sind vor allem Menschen aus freien Städten anzutreffen. Urlaub, hä? Ihr habt recht, vielleicht sollte ich eurem Rat folgen. Sobald ich mich erholt habe, kann ich die Sache noch einmal überdenken. Ich werde sofort aufbrechen. Hier, nehmt das als Dankeschön. Was haben wir gekriegt? Hamlet, Becky, kommt schon, wir reisen in den Süden. Juhu, meine Haut könnte etwas Bräune vertragen. Abgeschlossen. Sehr gut. Seele von Farnese. Ah, schon wieder so eine Ultimate-Waffengeschichte. Neue Talente. Da gehen wir doch erstmal neue Talente erlernen. Was geben wir dir denn Schönes? Viel ist da nicht mehr über. Viel ist ja nicht mehr über. Maschinenkiller? Ja, ich glaube, ich nehme Angriffshaltung. So, du kriegst... Was ist Ätherkiller? Ah, Äthermonster. Tech-Punkte? Kritisch. Da du ja relativ wenig angreifst, sind Tech-Punkte wahrscheinlich besser für dich. So. Magie plus 2, schwere Schlag. Oh, das ist schwierig. Gib dir mal Lebenspunkte. Gelähmte Ziele. Ich habe nicht wirklich eine Kombo mit gelähmten Zielen. Ich habe nicht wirklich eine Kombo mit gelebten Zielen im Moment. Deswegen halte ich das für... 5% sind 5%, ne? Ja.
Da ich Rob eh fast nie benutze, ist mir Rob eigentlich relativ egal. Ich finde, Rob ist nicht wirklich stark. Also das ist wirklich der Charakter, den ich am wenigsten benutze. Warum auch immer. Magie plus 4, definitiv. Was kriegst du? Machen wir mal Abwehr, Abwehr, Abwehr ist gut. So, was hast du? Hymne der Heilung. Erblindungswiderstand Ultramove erhöht. Feuersprung, Wassersprung. Wie lange ist das denn? Schwierig, den Feuersprung. Definitiv, definitiv Luki Zuke. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Kehlenschnitt. Kehlenschnitt hat uns... Ach, das reduziert nur die Kosten, in Anführungszeichen. Das ist nützlich. So hatte das zumindest alles schon mal auf 2. Heilen, alle heilen. Ich denke mal... So, so wird es wahrscheinlich am besten sein. So, sprich mit Pomke und besuche die Hoge. Dann werden wir doch mal zur Hoge gehen. Hier mal zur Hoge. Was haben wir denn hier? Da ist Tomke. Bist du bereit, zur Hoge aufzubrechen? Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, großartig, gehen wir. Die Hoge. Das ist verrückt. All diese Luftschiffe. Die ganze Technologie. Guck mal, das Haku wieder. Schade, wenn Haku mal nicht da ist, ist Haku da. Die meisten Dinge hier haben mehr als einmal und unfreiwillig ihren Besitzer gewechselt. Also seid vorsichtig. Wie kommt es, dass Luftschiffe so weit aufs Meer hinausfliegen können? Die Hoge versorgt sich anscheinend selbst mit Ausströmersteinen. Ausströmersteinen? Das kenne ich nur aus dem Aquarium. Kennt ihr diese diese Bläschensteine, ja, für das Aquarium, oder immer diese auftriebene, also so in Schatzkisten oder sowas sind die halt auch öfters mal drin, obwohl die Schatzkisten funktionieren anders, aber es gibt ja diese Ausströmersteine in Aquarien. Ja, ja, gut, so, du weißt, was ich meine. Sie kann überall einen Flugplatz erreichen, errichten, sogar mitten auf dem Meer. Das ist unglaublich interessant, aber... Hier liefern wir Opa jetzt ab. So, Opa, das war's. Alter, das sind mal Haare. Oder sind das Haare oder ist das ein Pelzmantel? Das sind Haare, oder?
Ein Clan aus Valandis. Was für eine Seltenheit. Captain Agatha? Mhm. Willkommen auf der Hoge, dem Juwel des Meeres. Eine stählerne Insel, die von stärksten, klügsten und schönsten Frauen in ganz Eldrea geschmiedet wurde. Oh, hallo. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Haha, wir erledigen nur unsere Arbeit. Schließlich leben wir vom Geld eurer Clans. Das hätte sie jetzt... Was macht er hier? Ach, welch eine Freude. Du erkennst mich wieder. Ja, leider. Wir dachten, wir wären dich los, alter Mann. Schämst du dich nicht, nachdem du und diese Maid die Hälfte unserer Vorräte aufgegessen habt? So etwas würde ich niemals tun. Naja, vielleicht würde ich das tun, aber nicht aus böswilliger Absicht. Oder doch? Tomka hat sein Gedächtnis verloren. Kannst du ihm nicht vielleicht helfen? Helfen? Wir haben nicht die geringste Ahnung, wer er ist. Er war mit diesem Gör aus dem Ahnsreich auf einer Mission, um ein mysteriöses Ding zu finden. Dass er Gigi, wir suchen Gigi, okay, nannte und bediente sich einfach an unserem Essen. Gigi? Gigi? Mit diesem Gör? Ich war hier in Valandis, also auf einer Mission? Ach, ich kann mich einfach nicht erinnern, wenn ich doch nur etwas essen hätte. Du sagtest, der Weg zum Gehirn eines Mannes führt durch seinen Magen. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du mehr isst, können wir dir dabei irgendwie helfen? Im Ernst, Lenny? Ja, echt ernsthaft? Würdest du das für mich tun? Das wäre großartig. Nehmt mich einfach mit auf eure Reisen. Wir müssen essbare Monster finden, damit ich mich hoffentlich wieder erinnern kann. Ich bin trotz meines Alters ein hervorragender Kämpfer. So fühle ich mich zumindest. Und meine Gefühle haben mich noch nie im Stich gelassen. Ich meine, wie alt bin ich eigentlich? Nehmt ihn einfach mit, wir wollen ihn hier nicht. Was denkst du, Glenn? Siehst du das Modell da unten, Haku? Das ist echt retro. Retro gefällt mir. Glenn! Was? Ja sicher, komm mit uns, Tomke. Schließlich soll unser Clan blühen und gedeihen. Okay. Jawohl, ihr seid richtige Zuckerschnecken. Ich bin euch unendlich dankbar. Oh, wir haben jetzt einen Mitstreiter. Oh, wir haben unseren achten. Wir haben unseren achten Mitspieler. Was kannst du denn? Not. Was? Aktionstalente? Hä? Der Typ sieht komisch aus. So, was geben wir dir denn jetzt erstmal? Ich weiß nicht mal, was du überhaupt bist. Bist du mehr ein Caster? Bist du ein physischer Kämpfer oder? Gute Frage. Aber irgendwie scheint jetzt so ein bisschen buggy zu sein, ne? Weil die anderen haben alle so schöne übersichtliche Pechbäume oder Skill Trees oder wie man es auch nennen will. Der hat alles in einer Reihe. Dann geben wir dir jetzt erstmal Lebenspunkte 25. Kritisch und Angriff plus 6. Abwehr. Ah, ich glaube, ist das etwa so eine Art, ach komm. Hm.
Roommage-Prinzip wie bei Final Fantasy, dass der, oder wie bei Final Fantasy 7 mit diesem Feindeskönnen, dass der Monster essen muss und sich die Skills von denen dann holt? Funktioniert der vielleicht so? Weil er sagte ja, er muss Monster essen, damit er irgendwie sich wieder erinnert. Dann liegt es doch nahe. Wenn das irgendwie so Blue Mage-mäßig oder... Oder was meint ihr? Ich weiß es nicht, das ist irgendwie komisch. Weil es halt auch wie so eine Art Liste ist und... Weil wenn ich jetzt bei den anderen... Da steht jetzt noch... Erlerne oben zwei weitere Talente, dann komme ich halt in den nächsten Tag rein. Na dann. Ich guck mir den Typen erstmal an, bevor ich da weiter Punkte reinballer. Hi. Du willst wissen, warum wir hier Schlange stehen? Wir wollen der Kapitänin die letzte Ehre erweisen. Und einige von uns wollen sie um eine Verabredung bitten. Okay. Siehst du die Plattform an der Spitze der Hoge? Ich wette, da ist jemand, der die steuert, eingeschlafen. Eure Karte gibt's hier natürlich. Natürlich gibt's hier keine Karte, ne? Alter, was ist er denn hier? Das ist... Er ist ja... Wir sind neutral und halten uns aus der Politik zurück. Das ist auch immer eigentlich das Beste, was man machen kann, finde ich. Du kannst eh immer nur falsche Entscheidungen treffen, glaube ich, gefühlt. Keine Wolle. In den letzten Wochen waren wir auf der Westseite vom Arnstein stationiert. Jetzt werden wir wohl noch eine Weile hier bleiben. Valanis hat vielleicht nicht viel Geld, doch die freien Städte im Süden schon. Alter, das ist hier der absolute Soge-Typ. Hä? Das sind doch mehrere, oder? Das ist hier so ein Soge-Workout. Einfach mit so einem Sack Kartoffeln auf dem Rücken um Kreis laufen. Ah, ein Mitglied der Abenteuergilde. Lass mich dir ein paar Tipps geben zu einzigartigen Monster. Erstens wollen einige Leute nicht sich nackt am Strand entspannen. Dann taucht ein Ungeheuer auf. Als sie sich wieder ankleideten, verschwand es. Zweitens gibt es einen Strand, der Feinde anzieht, wenn viele Magieanwender auftauchen. Aha. Ich bin aus Fernaska angereist, um ein Luftschiff zu reparieren. Hier ist es viel billiger als zu Hause. Willkommen auf der Hoge. Braucht ihr Ausrüstung für eure Himmelsrüstung? Oh, das ist nice. Das ist aber alles nur 100. Ach so, das sind neue. Ah, das sind neue Rüstungsmodelle. Dies ist ein ganz besonderer Laden. Nur Leute mit exklusiven goldenen Gutschein dürfen hier einkaufen. Ihr besitzt also Luftschiff, wie? Ihr könnt euch weitere Modelle zeigen, doch euer Steuermann scheint nicht so wirklich mehr als euer kümmerliches Boot steuern zu können. Alter! Das war ja ganz schön hart, ey. Was ist los? Ich bin beschäftigt. Na dann.
Die Damen der Hoge sind nicht so harsch, wie sie aussehen. Doch wir müssen mitspielen, um die Piraten in Schach zu halten. Sind das jetzt so fliegende Amazonen oder sowas? Nur auf der Hoge findest du so günstige Ersatzteile. Ersatzteile findet man meist nur hier. In vielen Nationen darf es nur das Militär, Luftschiffe und Himmelsrüstung einsetzen. Auf der Hoge bieten wir köstliche Meeresfrüchte an. Probier doch unser Bouillabaisse. Ah, keine Ahnung, wie man das schreibt. Bouillabaisse ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ich meine, wie man es ausspricht, warum sage ich, schreibt, du liest meine Worte ja nicht, oder? Haha, geil. Pavia wird überbewertet. Okay.